Ja, auch wenn hier in den Messehallen und natürlich auch in den Foren noch jede Menge los ist, neigt sich die Intersolar Europe 2014 so langsam ihrem Ende zu. Zeit für uns, ein Resümee zu ziehen. Und das mache ich in diesem Jahr mit Jörg Meyer vom Bundesverband der Solarwirtschaft. Herr Meyer, es gibt eigentlich bescheidene Prognosen, vor allem für den PV-Markt in Europa. Trotzdem war die Stimmung hier sehr gut. Woran liegt das? Ja, die Intersolar hat einmal mehr bewiesen, dass sie die weltweite Leitmesse für Solarenergie ist. Die Unternehmen denken nicht nur europäisch, sie machen die Geschäfte zunehmend auch außerhalb Europas. Dort wachsen die Märkte, sie entwickeln neue Geschäftsmodelle. All das haben wir hier erleben können in den Tagen und deshalb herrscht diese Aufbruchstimmung. Vielleicht werden wir für einen Moment mal so ein bisschen technologisch. Welche Innovationen, welche Ideen haben wir hier gesehen? Wir haben gesehen, dass die Photovoltaik, die Solarenergie, sich mit dem System als Ganzes beschäftigt. Sie wird intelligenter, sie macht die Energiemanagementsysteme besser, sie integriert sich in die Netze, sie kombiniert sich mit Batteriespeichern, wir haben eine ganze Halle hier dazu. Sie betrachtet sich ein Stück weit auch als eine Kraftwerksart, so wie andere Kraftwerke auch. Und gleichzeitig im Wärmebereich sehen wir die intelligente Kombination von Solarthermie mit anderen Wärmeerzeugern. Das heißt, wir werden breiter und integrieren uns ins System. Ich habe es gesagt, 2014, die Intersolar ist fast vorbei. Worüber reden wir in einem Jahr? Was werden die Themen sein, die uns dann beschäftigen? Ich glaube, nächstes Jahr wird alles nur noch smart sein. Smart Everything, Smart Homes, Smart Mobility, Smart Meter wird auch ein Thema sein. Alles wird intelligenter, vernetzter und damit auch kundenfreundlicher. Und so wird die Photovoltaik und die Solarthermie noch attraktiver für die Kunden. Wunderbar. Herr Meyer, ich freue mich drauf. Vielen Dank. Ja, smart ist natürlich auch das, was die Intersolar anbietet. Sie wissen es, es gibt Messen auf 4 Kontinenten und natürlich die dazugehörigen Konferenzen. Aber seit dem vergangenen Jahr wurde das Portfolio um eine sehr regionale Komponente erweitert. Es gibt nämlich ein globales Konferenzprogramm, die Intersolar Summits. Und hier geht es darum, dass relativ kleine Teilnehmerkreise, 200 bis 300 Teilnehmer, auf ca. 10 bis 15 Wirtschaftsunternehmen aus den jeweiligen Märkten treffen, um so Zugang zu diesen neuen aufstrebenden Märkten zu bekommen. Dieses nächste Intersolar Summit findet übrigens in Chile, also genauer gesagt in Santiago de Chile statt. Und weitere Infos dazu und natürlich auch zu allen anderen finden Sie auf intersolarglobal.com. Das war's von der Intersolar Europe 2014. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß bei den schönsten Bildern dieser Woche. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.